Willkommen zurück zum Anno 1800 Let's Play. In der letzten Folge haben wir die Handwerker erreicht und wir werden in dieser Folge uns auf den Weg in die neue Welt machen und werden unsere Bevölkerung vergrößern und außerdem werden wir auf unserer zweiten Insel in der alten Welt, wir könnten auch mal den Namen ändern, nehmen wir hier, nicht, ich nenne es einfach mal Köln. Wir werden hier auch ein paar Dinge noch ausbauen, werden uns um, also allgemein werden wir uns jetzt um die Produktionsketten der Handwerker kümmern. Und für die Fleischkonserven brauchen wir unter anderem Paprika und Rind. Das werden wir hier auf der zweiten Insel anbauen und dann rüberschicken, unsere Hauptinsel, wo wir das dann zu den Fleischkonserven umwandeln werden. Wir werden dann auch noch die Nähmaschinen natürlich bauen. Varieté müssen wir mal schauen, wie viel Stahl und vor allem Fenster wir in der Zeit produzieren, ob wir das in der Folge noch schaffen. Und die Speicherstadt wird dann wahrscheinlich auch erst in der nächsten oder übernächsten Folge kommen, weil sie so viele Ressourcen verbraucht, die wir aktuell für andere Dinge brauchen. Und ja, dann gucken wir mal, wo unser Schiff ist. Genau, dann nehmen wir den Clipper. Wenn der bei uns angekommen ist, werden wir ihn beladen und dann schicken wir ihn auf die Expedition in die neue Welt. So, jetzt haben wir hier noch eine Einwohneraufgabe. Mal schauen, was wir dafür tun müssen. Wir sind ja immer noch finanziell. Sehen wir nicht ganz so gut da. Ich werde mal die Spielgeschwindigkeit hochstellen auf zweifache Geschwindigkeit. Und wie die meisten dieser Aufgaben sind die ziemlich nervig. Ich werde gleich weitersuchen. Ich werde jetzt erstmal meine Bevölkerung weiter upgraden und zwar in diese Richtung, weil ich ja auch gesagt hatte, ich werde hier irgendwo das Kraftwerk später hinbauen. Das heißt, hier wollen wir dann auch Investoren haben. Das heißt, wir müssen auch langsam mal anfangen, in diese Richtung zu expandieren, unsere Bevölkerung aufzubauen. So, haben wir einfach mal alle Bretter verkauft. So, Hugo hat seine Anteile zurückgekauft. Das lassen wir natürlich nicht zu. Je größer die Kluft zwischen Arm und Reich, desto mehr Blut wird am Ende fließen. Auf ihren Befehl. So, Clipper ist da. Schau mal, dass wir hier nochmal ein paar Depots vielleicht ausbauen. Hat zwar ein bisschen Geld gekostet, bereit für den Einsatz. Aber dann haben wir auch viel mehr Lagerplatz. Jetzt werde ich die Gazelle vollpacken mit ein paar Items. Und was nehmen wir alles mit? Noch ein bisschen Holz. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Stahl. Was werden wir drüben brauchen? 2 bis 3 Inseln würde ich gerne in der neuen Welt einnehmen. Ich glaube, das kriegen wir mit den Materialien hin, die wir vor Ort kriegen. Wir kriegen ja vor Ort ein Schiff geschenkt in der neuen Welt. Wir können ein bisschen Ziegel mitnehmen. Nicht super wichtig. Ja, dann nehme ich doch nochmal ein bisschen Stahl mit, aber nicht zu viel. 16. Dann könnten wir auch nochmal 2 Kontore bauen. Und dann schicke ich die Gazelle jetzt los. In die neue Welt. Jetzt. Zur Stelle. Schick wieder ein Schiff zu Archie. Immer so im Austausch. Ich werde hier den Stahl wieder mitnehmen. Sind unterwegs. Bring ihn erstmal zur Hauptinsel. So, dann schauen wir mal, was wir bei den Handwerkern jetzt noch alles brauchen. Wie gesagt, Fleischkonserven, Nähmaschinen. Wir haben eine gute Bilanz von 2000. Das ist schon mal sehr gut. Dann werde ich jetzt erstmal mich um die Nähmaschinen kümmern. Das ist ein 1:1 Verhältnis. Wir werden allerdings viel mehr Handwerkerarbeitskraft haben. Das heißt, wir werden gleich erstmal unsere Gebäude weiter aufsteigen lassen. Ich werde in diesem Bereich das jetzt erstmal vermehrt machen, dass wir hier auf jeden Fall dann
von den Handwerkern zu den Ingenieuren kommen und von den Ingenieuren dann natürlich zu den Investoren. Auf zu neuen Ufern. Wird es ein bisschen dauern, aber wir sind auf zweifacher Geschwindigkeit, das geht schon. Wir können dann schon mal auf unsere Nebeninsel gehen und dann baue ich hier schon mal Paprika auf. Paprika und Rindfleisch. Fangen wir am besten Rind an. Erste baue ich auch gleich richtig aus mit dem Silo. Oder mache ich es ohne? Ich meine, wir haben hier kein... Ach, ich baue einfach mal das Silo mit rein. Gib mal kurz alles rüber. Die Waren stapeln sich hier. Dann muss ich schauen. Wie war das immer so? So habe ich es gemacht. Genau, das ist so in Ordnung. Dann kopiere ich das einmal. Hierhin. Noch so einmal. Diese Art und Weise. Das alles. Ecke. Straße rum und dann passt das auch schon. Reiße ich mal wieder ab. So, Silo werde ich erstmal pausieren. Können wir das Ganze auch nochmal kopieren. Auch pausieren. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann brauchen wir noch Paprika. Wo bauen wir das hin? Ich meine, wir haben auf der Insel auf jeden Fall mehr als genug Platz. Hier möchte ich noch den Platz frei halten, falls wir doch noch mehr Bevölkerung haben wollen. Würde ich sagen, bauen wir erstmal das hier zu. Für unsere Freundschaft. Die Allianz werde ich ablehnen. Warum so gemein? Ein Hof ohne Felder? So, dann haben wir viermal Paprika und aktuell auch viermal Rind. Müsste auch erstmal reichen. Geh mal kurz in die Übersicht. Geh jetzt auf alle Inseln, das ist ganz wichtig. Dann gucken wir mal, was wir produzieren aktuell. 2-2, das sieht gut aus. Brauchen wir nur noch eine Route. So, in Köln werden wir dann Rindfleisch wie auch Paprika einladen. Aktuell haben wir ja nur einen Schoner. Das heißt, ich begrenze das mal erstmal so auf jeweils 50 Tonnen. Das sollte auch locker reichen lange. Dann in Frankfurt raus. Und sollte in Frankfurt das Lager komplett voll sein, dann soll er es in Köln wieder ausladen und wenn das Lager auch voll ist, soll er es vom Bord schmeißen. Ja, so verhindert man auf jeden Fall, das ist auch nochmal ein weiterer Tipp, dass ein Schiff, die Lagerplätze von dem Schiff volllaufen mit irgendwelchen Items und das kann auch bei den Routen sehr schnell zu Problemen führen, ja? Weshalb dann eine Handelsroute nicht mehr funktioniert. Gucke ich gleich mal, welches Schiff ich da reinnehme. Haben wir noch für Schiffe? Bruder,
Wir können hier einen weiteren Clipper kaufen, aber haben noch nicht genug Geld. Nehme ich die Theseus für die Handelsroute. So. Paprika und Rind wird auch geliefert. Gucken wir mal. Wir brauchen weiterhin natürlich erstmal Handwerker. Das heißt, ich baue jetzt weiter aus. Wir bilden uns wieder Bretter, aber die werden ja schnell nachproduziert. Gucken wir auch mal, ob wir noch mehr brauchen. Wir brauchen mehr Fisch. Wobei sich das dann auch wieder ändern wird, natürlich, wenn wir von den Arbeitern zu den Handwerkern wechseln. Dann geht der Bedarf an Fisch natürlich wieder runter, weil Handwerker keinen Fisch mehr brauchen. Schnaps können wir jetzt auch mal maximal ausbauen. Arbeitskleidung etc. auch. Kann auch nochmal gucken. Ja, Schnaps ist auch schon weg. Arbeitskleidung haben wir noch ein bisschen was. Fisch ist auch fast weg. Gehen wir erstmal zur Expedition, damit das in Gang kommt. Hier klicke ich mich meistens auch nur einfach durch. So, ich werde jetzt hier einfach alles ausbauen. Schauen, ob das dann reicht. Schnaps auch noch. Brauchen wir noch mehr Fische rein. Fehlen uns ein bisschen Bauernarbeitskraft, das ist allerdings nicht so schlimm. Wenn wir genug Bretter haben, kriegen wir die auch gleich zusammen. Ich gehe mal auf dreifache Geschwindigkeit, dass das alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Passt das auch gleich wieder mit den Arbeitskräften. Dann werden wir in dem Bereich auch gleich eine Schule brauchen. Ich denke, ich packe die dann hier in den Bereich rein. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Ein Feuer ist ausgebrochen. Feuer. Wache ist im Einsatz. Wir können auch auf Mobilisieren klicken. Wenn man genug Zufriedenheit in der Bevölkerung hat, kriegt man hier mehrere Stufen freigeschaltet. Habe ich auch gleich ausgebaut. Haben auch wieder ein paar Münzen jetzt. 25.000, das sieht schon besser aus. Geht es auch wieder runter auf doppelte Geschwindigkeit. Über die Zeitung werden wir auch noch mal ein bisschen was kriegen. Genau, Propaganda haben wir jetzt plus 15%. Einkommen und plus 10. Ja, das reicht mir auch. Warum so gemein? Jetzt haben wir hier auch noch mal eine Aufgabe, wenn wir wollen. Mal schauen, was er uns anbietet. Die Aufgabe. Wir haben jetzt aber eine ziemlich gute Bilanz von 5.000.
nicht. Das lohnt sich jetzt nicht mehr, die Zeit dafür aufzuwenden, finde ich. Hier hätten wir nochmal einen Clipper, den wir kaufen können. Aber vielleicht können wir mittlerweile auch schon selber welche bauen. Mal schauen. Wir brauchen noch ein paar mehr Handwerker. Dann kaufen wir den Clipper ruhig von ihm. Ein neuer Auftrag? Das Stahl mitnehmen. Mit den Ziegeln bei uns aus. Haben wir mehr als genug. Sind unterwegs! Ich bin es, der gescheitert ist. Das Schicksal träufelt mir Gift ins Ohr. Gut aus. Also wird niemand diese Dann gucke ich auch mal wieder bei Eli. Ob er jetzt vielleicht irgendwelche tollen Items für uns hat. Sieht aber nicht so aus. Admiral, davon wollen wir nichts haben. Dann müssen wir auch gleich in die neue Welt kommen. In der neuen Welt werden wir übrigens erstmal nur Baumwollstoff besorgen für die Pelzmäntel. Und dann werden wir hier auf der Insel erstmal weitermachen in der alten Welt. Weil wir hier noch genug zu tun haben. So, guck mal, damit wir auch weiter upgraden können. Wir haben immer noch zu wenig Fisch. Wenig Arbeitskleidung. Schnaps ist nicht so schlimm, dass wir davon zu wenig haben. Wir brauchen auch mehr Wurst und Brot. Machen wir uns erstmal darum. Wir können jetzt auch ein bisschen mehr Seife bauen. Brauchst gleich direkt komplett aus. Wo kriegen wir noch ein paar Fischereien hin? Machen wir erstmal hier oben ein paar noch hin. Jetzt zwar im Moment extrem viel, aber das wird sich auch wieder ändern. Wenn die meisten Arbeiter eben aufsteigen zu den Handwerkern, dann brauchen die ja keinen Fisch mehr. Von daher wird sich das auch bald wieder ändern. Der hohe Bedarf daran. Schauen wir nochmal rein. Fisch sieht jetzt wieder gut aus. Schnaps werde ich nicht mehr bauen. Aber Arbeitskleidung werden wir gegebenenfalls nochmal mehr brauchen. Und mehr Brot hatte ich ja schon gesagt. So, hier hatten wir ja schon alles ausgebaut. Das heißt, ich werde so einen Block nochmal hier. Schauen wir mal, wo wir den temporär noch reinstellen können. Vielleicht hier. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Nichts zu befürchten. So. Stellen wir auf einfache Geschwindigkeit. Wir sind angekommen in der neuen Welt. Freigeschaltet. Für den Moment wollen wir erstmal nur den Baumwollstoff haben. Gucken mal, wo wir den kriegen. Ich bin Isabel Samento. Stell dich nicht zwischen mich und die Freiheit. So, hier hätten wir Baumwollstoff. Hier oben auch. Hier hätten wir auch Kaffee. Zum Glück haben wir mächtige Freunde. Die Insel sieht auch ganz gut aus. Ich fahre mal hier hin.
Hier haben wir ja noch ein extra Schiff geschenkt. Ich vertraue dir. Gucken uns mal die anderen Inseln hier noch an. Setz die Segel. Also hier oben hätten wir auf jeden Fall Baumwollstoff und Kaffee. Theoretisch auch Tabak. Hier hätten wir nochmal eine größere Insel, auch mit Baumwollstoff. Ja, die sieht auch ganz gut aus. Wir sind in der Nähe, dann fahren wir hier auch mal hin. Vielleicht gibt es noch irgendwo eine mit Zucker. Zuckerrohr, hier nur eine. Hier unten ist eine. Zwei. Oben ist auch noch eine. Wer dann die? Ja, dann nehme ich mir diese, die und dann noch wahrscheinlich die hier. Dann reicht uns das hier auch locker. Auch für später, auch wenn Hugo und die anderen NPCs die anderen Inseln nehmen, ist das jetzt nicht schlimm. Wechseln wir erstmal wieder in die alte Welt. So, jetzt werde ich einige Arbeiterhäuser erstmal upgraden. Sie haben Handwerkern. Ein neues Zwischenziel erreicht. Jetzt haben wir auch das Krankenhaus freigeschaltet. Was wir dann auch bald bauen müssen. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Jetzt haben wir direkt alles freigeschaltet. Müssten jetzt auch eigene Klipper bauen können. Das ist sehr gut. Warm unter dem Kragen. Machen wir das einfach mal. Sammelpunkt all die vorne hin. Sagenhaften Länder existieren wirklich. Neue Befehle? Koordinaten eingezeichnet. Ruder übernehmen. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. So, Bilanz sieht gut aus. Jetzt können wir auch langsam mal die Fleischkonserven bauen. Wir müssten ja, ich guck mal kurz ins Lager. Paprika und, ja genau, müssten mittlerweile angekommen sein. Und dann haben wir hier ein Verhältnis von 4 zu 3. Das bauen wir auch direkt mal so aus. Hier wird ja das Kraftwerk später stehen, das heißt, ich baue es auch hier in die Nähe. Dass wir später auch davon profitieren. Ich denke, das werden wir später ein bisschen umbauen müssen, wenn dann hier der Ölhafen hinkommt. Egal, für den Moment reicht es erstmal. Dann bauen wir zwei davon und erstmal einen davon. Gucken wir nochmal rein. Um genug Holz. Ich denke mal Eisenerz, wenn wir noch zu wenig haben. Ja, ein bisschen mehr Eisenerz brauchen wir. Das heißt, wir werden nochmal eine Mine aktivieren. Hier können wir auch mal ausbauen jetzt, wo wir mehr Handwerker haben. Also Eisenerz, Bier. So, wo haben wir die? Hier hätten wir eine weitere. Dritte. Hier. Ich habe da Pläne für neue. So. Wo hatten wir die Bierproduktion? Genau hier. So. Sind unsere Münzen wieder ganz unten? Ah, es wird sich lohnen.
Können auch nochmal eine Aufgabe annehmen von dem Hugo. Mal schauen, du was er jetzt für uns hat. Bist jetzt Teil von etwas Bedeutsamem. Folgungsaufgabe können wir machen. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Sind unterwegs! Wechsel mal in die neue Welt. Schiffe müssten da sein. Kontor bauen. Material wieder mitnehmen. Du bist wirklich überall zu Dann finden. Wollte ich ja hier noch haben. Bereit für den Einsatz. Das war's, die drei waren ja genug. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das muss ich mir nur überlegen, wo werde ich jetzt Baumwollstoff erstmal überall zu Hause, was? Fördern. Mache ich das hier oben. Hier geht's nicht. Entweder auf der Insel oder ich bleibe auf der. Ich denke, die sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gehe nochmal alle Fruchtbarkeiten durch. Wir haben hier aber alles Kakao, Kaffee, Mais. Hier haben wir auch nochmal Tabak. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Ein neuer Auftrag. Das heißt, ich lasse die Materialien dann doch hier. Route eingezeichnet. So. Wo bauen wir die Bevölkerung hin? Hier ist recht viel Platz, da könnte man gut was hinbauen. Hier wäre auch in Ordnung. Ich würde sagen, ich nehme diesen Platz. Sieht eigentlich am besten aus. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge machen. Aber ich merke mir das schon mal. Dann nenne ich die Insel einfach Brasilien. Und dann werde ich schon mal eine Route anfertigen. Neue Gruppe. Und dann jetzt nur für Baumwollstoff von Brasilien in die alte Welt nach Frankfurt. In Brasilien nehmen wir dann Baumwollstoff mit. Kann ich das schon auswählen? Ja, ne? Schiff vom Stapel gelaufen. So, das eine lange Reise ist, nehmen wir dann einen Clipper erstmal. Machen ihn auch voll. Ab nach Frankfurt und dann wieder zurück, wenn das Lager mal voll sein sollte. Ansonsten über Bord damit. Dann haben wir eine weitere Gruppe, die ich jetzt auch anders benennen werde. Transfer zwischen alte Welt und neue Welt. Und die Route schon mal erstellt. Können wir hier noch das Kontor bauen. Ei. Ah, ich werde die Sachen auch gleich hier lassen. Passt schon. Immer einen Schritt dann schicke ich das Schiff einfach noch mal zu Isabel. Vielleicht hat sie später für uns noch ein paar Items. Wir gute Items, die wir kaufen können. So, ich gehe erstmal wieder in die alte Welt. So, wo war das Schiff für die Verfolgung? Ist etwas Besonderes. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Werden wir das noch machen und dann werde ich die Folge erstmal beenden. Steuermann? Dann machen wir in der nächsten weiter. Wir haben nicht ganz so viel geschafft, wie ich gehofft hatte, aber wir sind trotzdem auf einem guten Weg. Unsere Münzen füllen sich jetzt auch gut auf mit unserer ziemlich guten Bilanz zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir können dann in der nächsten Folge auch wieder die Spielgeschwindigkeit etwas runterdrehen.
ist das Ganze auch nicht ganz so hektisch. Sind unterwegs. Koordinaten eingezeichnet. Segel. So, ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für die Folge. Wir haben einiges geschafft und in der nächsten Folge machen wir dann genau hier weiter.